Ist Dogmatiker wirklich so gut, wie man denkt? Kann ich Dogmatiker wirklich in jedem Deck spielen, was kein Extra-Deck braucht? Finden wir es heraus. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Sabatin und heute habe ich für euch ein Deck gebaut, was Chaos Max beinhaltet und natürlich die Dogmatiker Engine. Denn die ist ja aktuell so ein bisschen im Hype für das Shadow-Deck logischerweise. Das ist ein ganz gutes Deck auch. Und ich habe mir gedacht, es muss auch möglich sein, das in anderen Decks zu spielen, die das Extra-Deck wirklich halt null benutzt. Und ja, an sich ist es echt eine ganz gute Engine, weil die wirklich viel tut. Und dann würde ich sagen, machen wir ein paar Duelle und gucken mal, was dabei rauskommt. Wichtig ist, wir spielen Chaos Max, wir gehen immer Second, ganz, ganz wichtig. Und unsere Hand ist ziemlich okay. Wir haben Disciple of Nadir, Shoutout zu Farfa übrigens, und Advanced Ritual Arts plus Chaos Max. Das ist also ziemlich, ziemlich gut. Wir haben noch den White Dragon Buster gezogen. Das ist an sich auch nicht schlecht. Je nachdem, ob unsere Engine hier aufgeht, kann ich euch zeigen, wie halt die Engine von... Wir spielen jetzt hier gegen Sacred Beasts. Ist eigentlich... Gegen was wir spielen, ist eigentlich vollkommen egal. Ich will euch nochmal zeigen, wie die Engine an sich funktionieren sollte. Und... dass Curse Max eine ganz witzige Karte ist. Ne, ist keine gute Karte, aber ist eine ganz witzige Karte. Und... Sacred Breeze und Dragoon. Da ist er, der Schöne. Ja, was machen wir da? Oh, wir haben natürlich beide gezogen. Super. Und, okay, wir müssen erstmal Dragoon baiten. Dafür müssen wir erstmal die Dogmatiker Engine zum Laufen kriegen und das wird er annullieren. Also, es würde mich wundern, wenn er das nicht macht. Ja. Okay, das ist doch schon mal gut. Dann können wir hier schön einmal das hier machen, fügen uns einmal den Chaos Emperor Drachen hinzu und ich würde sagen, wir nehmen noch einmal Livianir, dann gibt es einmal Advanced Ritual Art, um den ersten Chaos Max zu rufen. Jetzt kriegt er Life Points, das ist mir eigentlich vollkommen egal. 4000 ist natürlich böse, weil da kommen wir schwer drüber. Jetzt haben wir ein Dark und ein Licht im Friedhof. Wir aktivieren einmal unseren Chaos Armageddon, dann banishen wir den, holen uns den. Wir aktivieren aber erstmal hier das hier. Also ist das eine ganz gute Idee. Ich könnte natürlich auch zwei Karten ziehen, dann eine Discarden. Da komme ich aber bei denen nicht drüber. Okay, doch, ich könnte das machen auf jeden Fall. Das ist gar kein Thema. Zwei Karten ziehen. Ah, okay. Yes. I read it. So, ich könnte den Gearsu machen tatsächlich. Ah, weißt du was, da habe ich eh verloren. Nice one. Er hat hier nur 13.000 Life Points, das ist ja gar nichts. Ist ja easy für uns, das zu fixen. Oh, krass. Getötet vom Chaos Phantom. Gucken wir mal, ob Game 2 anders läuft. Aufgegeben. Whee. Mal gucken, wir gehen schon nicht first, ne? Ne, wir dürfen second gehen. Nice. Zweimal Chaos Base plus Advanced Rituals. Interessant. Und wir spielen gegen ein Chaos Max Dragon Deck, was first gehen möchte. Verstehe den Sinn dahinter zwar nicht, aber okay. Gucken wir uns mal an, was er ändert hier. Auf nix. Okay. Nix ist immer gut. Dann holen wir uns einmal unseren Chaos Max Drachen. Dann schicken wir mal hier den weißen Drachen auf den Friedhof. Und dann greifen wir einfach für Game an. Ja. Sinnlos. Das passiert, wenn der Gegner nichts tut übrigens. Ich verstehe trotzdem nicht, warum du First gehst. Ich begreife es nicht. Also, du spielst auf dem Deck, was Second gehen will. Ich begreife nicht, warum du First gehst. Aber jetzt haben wir schön Dogmatiker Engineer. Also, ich glaube, ihr könnt auch eine relativ konstante Variante bauen mit den Incantations, Dogmatiker plus Chaos Max, um wirklich nur das zu machen. Ich habe hier ein paar Drachen reingeworfen, einfach weil ich das interessant fand. Einfach mal was Neues ausprobieren.
Ich bin ja Freund davon, einfach mal Sachen ausprobieren und gucken, wie die halt funktionieren. Und es funktioniert ganz gut. Dogmatiker sind echt gute Karten, deshalb sind die auch so teuer. Natürlich ist hier das Monster unter mir natürlich die teuerste Karte. Aber die ist auch echt gut. Also nicht die ist unter mir, also nicht die ist die teuerste Karte, sondern ja, Disciple of Nadir oder Nadir Servant. Das macht er nur, damit ich nicht mit Chaos Max sein Monster crushen kann. Das ist doch voll dumm. Ich gebe ihm jetzt einfach trotzdem so Monster. Aha. Schicken wir einmal dich auf den Friedhof, damit ich mir dich hinzufügen kann hier. Das ist jetzt die Dogmatiker-Engine für euch. Man pitcht quasi den Titanendrachen, dann kann man die specialen, wenn man extra Monster hat, was ich hier mit Almirachi habe. Dann aktivieren wir das hier. Dann kriegen wir einmal Fleur. Dann können wir jetzt einmal hier bisschen was pitchen. Im besten Fall einmal Chaos Max und Blue Eyes. Dann können wir jetzt Chaos Spell aktivieren, pitchen unseren Blue Eyes, searchen uns den hier. Dann können wir jetzt Fleur specialen. Wir negieren jetzt einfach den Effekt. Das targetet gar nicht. Ne, krass, das targetet gar nicht. Also, das macht es doch besser. Broken SF. Also, wir vanishen das Monster. Specialen einmal Drachma hier, also Maximus. Maximus hat die Fähigkeit, zwei Karten aus dem Extra Deck reinzulegen. Wir nehmen in dem Fall wieder den Bastard-Drachen hier, der auf Englisch jetzt anders heißt. Und einmal unseren Herald. Der Herald sucht logischerweise jetzt die Naturalkarte. Und genau das wollen wir ja, dass wir jetzt quasi hier Advanced Ritual absuchen können. Jetzt können wir einmal hier Chaos Space benutzen. Mischen die wieder ins Extra Deck zurück. Das ist die Synergie zwischen Chaos Space und den Karten. Und haben jetzt hier eine zweite Ritual abbekommen. Das ist natürlich geil. Als erstes dürfen wir einmal hier, zack, Advanced Ritual Arts. Was haben wir dann im Friedhof? Das ist das im Friedhof. Ich gehe jetzt mal in den Battle Phase. Wenn er noch Nibiru in der Hand hat, sind wir natürlich im Arsch. Wenn nicht, haben wir gewonnen. Hat er nicht. Ja, dann GG. Ja, dann habt ihr hier einmal das Deck. Gibt es nichts Großes zu sagen. Ich habe quasi die Konstanz versucht, so hoch wie möglich zu halten. Das erreichen wir, indem wir halt nicht zu viel Blue Eyes spielen, sondern nur zwei Stück. Wir können theoretisch auch drei spielen, aber ziehen wollt ihr die eigentlich nicht. Ihr könnt jetzt zwar immer noch pitchen mit Chaos Space, aber eigentlich nicht. Dann spielen wir halt den einen, also den Chaos Emperor, Dragon of the Armageddon. Ganz gut, weil der uns halt unsere gebannischten Bastard-Drachen wieder zurückholen kann. Oder halt verschiedene andere Sachen, die halt gebannt sind und auf die Hand nehmen kann. Oder der kann sich selber spezial beschwören und halt Karten vom Gegner outen. Das ist auch ganz praktisch, wenn wir halt Karten von uns weglegen und Karten vom Gegner weglegen können. Das ist wirklich ein ganz cooler Effekt. Und ja, die ist halt ein Monster zu suchen können über Melody. Deswegen ist das wirklich eine gute Karte. Denn in einem BLS, den habe ich primär darin, damit ich auch Finsternis Monster weglegen kann mit Chaos Space, um den zu suchen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das mal gemacht habe. Weil er ist ja nicht Monster. Damit ich auch vielleicht eine tote Ebli weglegen kann. Dann einmal den Levianier. Auch der ist super über Melody und halt über Chaos Space, den habe ich reingepackt, weil es ein Out ist gegen viele Decks. Dann haben wir noch den Chaos Creator, der ist auch ganz nützlich. Falls wir mal so ein paar Karten haben, die wir in der Bannerstone haben, ein paar Drachen, können wir halt einen specialen, falls wir irgendwie Material noch brauchen für Chaos Max. Auf jeden Fall wichtig. Dann haben wir dreimal Fleur de Lys. Ist ein Free Special Summon, wenn ein Extra Deck Monster auf dem Feld liegt. Muss gar nicht bei uns sein, sondern kann auch beim Gegner sein. Also eine richtig starke Karte. Und wenn wir ein anderes Dogmatiker Monster kontrollieren, können wir einen Effekt auf dem Feld annullieren. Und wie wir gerade festgestellt haben, der Effekt targetet nicht. Also ganz gute Karte. Dann spielen wir jetzt zweimal den Maximus. Habt ihr gerade gesehen, der hat die Fähigkeit, zwei extra Monster auf den Friedhof zu legen von dir und deinem Gegner. Und dann können wir halt Effekte triggern, wie jetzt hier von Entis und von Herald. Dafür ist eigentlich da. Ich habe vorher auch extra ganz gespielt in dem Deck, aber dann kommen wir schon an den Punkt, wo wir nicht mehr die richtigen Targets haben. Da habe ich noch die beiden kleinen Chaos-Drachen hier drin. Die habe ich nur deshalb reingepackt, weil sie super sind über Chaos Space und mit Chaos Space eine super Synergie haben, wenn nämlich die Gegner die banishen, mit Chaos Space eine Karte zu ziehen. Ist halt schon ganz gut, deswegen habe ich die hier mit reingepackt. Dann haben wir noch einmal, ne, Ecclesia, gute Karte. Normal- oder Spezialbeschwörung kann die uns eine Dogmatiker-Karte suchen. Dann können wir nicht mehr mit dem Extra-Deck spezialbeschwören, was für uns ja nicht so relevant ist. Und die kann sich selber spezialbeschwören, wenn ein Extra-Deck auf dem Feld liegt. Also ähnlich wie Fleur de Lys, auch eine ganz gute Karte. Ja, Evely sollte bekannt sein. Ihr habt gerade gesehen, was sie tut. Sie specialt sich auf die gegnerische Seite in Death mit 0 Death und Chaos Max greift für Game an. Ist ganz gut, habe ich mal gehört. Dann haben wir drei Chaos Max logischerweise, weil gute Karte. Das ist die Win Condition von dem Deck, die brauchen wir, deshalb ist die dreimal hier drin. Dann haben wir dreimal Nadir Servant, richtig teure Karte, richtig gute Karte.
Ich habe einmal Return of the Dragon Lords hier drin. Falls ich einen von den Sachen im Friedhof habe, kann ich die zurückholen. War mein zweiter Monster Reborn. Ich wollte aber die spielen, weil die auch projecten kann, die Dragons. Falls irgendwie der Effekt annulliert wird, irgendwas in die Richtung, habe ich die im Friedhof, weil ich kann die ja mit Melody abwerfen, die wir dreimal spielen. Eine Monster Reborn, dreimal Chaos Space, gute Karte, dreimal Chaos Form. Würde ich vielleicht so runterkarten, muss ich nur überlegen. Hat Vor- und Nachteile. Aber Advanced Ritual Art habe ich nur zweimal gespielt, weil ich auch nur zwei Targets habe und ich wollte das quasi nicht missen mit ihr 2 und da 3. Das fände ich nicht so cool, weil wir können die halt immer suchen. Und dann dreimal Impermanence. Ich habe gemerkt nämlich, wenn wir gegen Winde antreten, haben wir nämlich ein ziemliches Problem. Deshalb spiele ich die, um Winde zu orten. Extra Deck ist der Wasserdrache, der jetzt Titan Klart heißt, der Aschendrachen. Der ist dafür da, um den zu schicken mit Nadir Servant, um was zu suchen. Dreimal Intis, dreimal Arclight. Einfach zu suchen, zum Zerstören. Beides wichtig. Rang 8, Nummer 38, den Gesu, Nummer 90 und dann ein Rang 4, Nummer 60. Ich habe, glaube ich, noch ein anderes Rang 4 vergessen. Ich wollte eigentlich bewusster spielen, aber ich muss mal gucken, was ich dafür rausnehmen kann. Gibt ja mehrere Möglichkeiten, aber das ist halt sowas, worauf ich mich jetzt hier geeinigt habe. Wir haben noch einen Striker-Ring drin. Der hat kein Target, der ist wirklich nur dafür drin, um die auf den Friedhof zu schicken, um das jeweilige Gegenstück zu suchen, um Chaos Space live zu machen. Mehr macht er nicht. Linguribo und Almirage, beides Targets für Ibli. Und beide auch ganz gut, weil du kannst mit Linguribo kannst eine Trap vom Gegner orten. Das ist ganz praktisch, wenn du halt gegen Trap Heavy Deck spielst, wie Altergeist zum Beispiel. Und der Almirage, der kann dich halt protecten. Und das ist ganz wichtig, weil mittlerweile spielen nämlich viele in dem Extra Deck ein Tiss und Cyberdrache Nova. Nur wenn ein Maximus kommt, um die Karten dann zu orten. Das ganze Side-Deck ist komplett irrelevant. Kann wegnehmen. Bums. Macht keinen Unterschied. Ja, das ist das Deck. Das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, habt ein bisschen was gelernt. Ich glaube, die Neumatica Engine ist eine sehr, sehr gute Engine für alle Decks, die eigentlich mit dem X-Deck nichts zu tun haben. Ist aber einfach ein sehr interessanter Archetype, weil er in sich extrem krass synergiert. Das machen natürlich viele andere Archetypes auch. Aber die arbeiten so mit dem X-Deck und mit dem Friedhof zusammen, dass es schon irgendwie ganz cool ist. Die Artworks sind natürlich mega cool. Brauchen wir nichts zu sagen. Lasst mir unglaublich gerne mal ein Like und ein Abo da für das Video. Wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt, abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin oder rein. Ciao, Leute.